Hallo ihr Lieben, ich bin heute mal nach Imola gereist, Superbike WM und Max Biaggi kann heute in Italien seinen WM-Titel auf meiner Aprilia, sage ich jetzt mal einfach, gewinnen. Leon Haslem ist der Einzige, der hier in der ersten Startreihe ihm noch die Punkte wegschnappen kann und ihn heute hindern kann. Wie das Ganze ausgeht, wir sind dabei, schauen wir mal. Meine Mechaniker sind auch da, die haben sie alle nicht ganz richtig. Das hat der Schwein gehabt in Lauf 1, der Max 11. geworden, war mehr neben der Rennstrecke als auf. Aber Leon Haslem in der letzten Runde beim Versuch, sich noch den Sieg zu holen, gerade ausgefahren, nur 5. geworden, 6 Punkte verloren, bleiben immer noch 52 und jetzt muss er erstmal mit seinen Mechanikern sich was einfallen lassen für Lauf 2. Das sah nämlich nicht gut aus. Rein theoretisch hätte ich auch fahren können, weil der hier bohrt sich in der Nase mit dem Kahnbeinbruch. Yeah, I agree. Sag ich doch. Giovannino! Giovanni! Giovanni! WM-Titel da, aber leider nicht so schön gewonnen. Armer Haslem. Keine 3 Jahre hat es gedauert, dass das Baby hier Weltmeister geworden ist. Leider nicht mit mir drauf, aber meinen Teil habe ich auch dazu beigetragen. Und das war es eigentlich schon wieder von Imola. Und wir gehen zurück an die Rennstrecke. Estoril und Eddie. Ciao.